Ich möchte gerne ein Geflügel-Rostbratwürstchen machen. Was ich dazu brauche, hört sich ja schon an, Geflügel. Hier habe ich Geflügelkeulen und die muss ich natürlich auslösen. Und ich möchte diese Bratwurst nicht einfach so machen, dass ich das Ganze auslöse hier und dann alles so in meine Küchenmaschine schmeiße. Ich werde das Fett extra brauchen, damit das Ganze, also die Masse dann noch etwas lockerer wird dadurch. Und dadurch mache ich natürlich die Haut und das Fett ab und lege es dann eben getrennt hier in eine Schale rein, damit ich das dann bei meiner Maschine, also erst Fleisch und dann langsam Fett zugeben, Gewürze, damit das eben lockerer wird. Und dafür brauche ich eben dieses Fett. Und da ich ja einige Keulen zum Auslösen habe, habe ich mir gedacht, viele möchten das bestimmt auch gerne machen. Manchmal zeige ich das immer nur mit einer. So lasse ich das Ganze jetzt mal bei mehreren in eins durchgehen. Wenn er dann mal sowas machen möchte, hier eben auch eine Geflügelwurst und ihr habt eben diese Schenkel, dann könnt ihr das so nach und nach sehen, wie ich das immer mache. Und dann habe ich eben, was weiß ich, 8 Stück, die ich dann in eins durchmache und dann könnt ihr euch das Video da so hinstellen und euch einfach mal anschauen. Geht natürlich schneller, als ihr immer wieder zurückspulen müsstet. Okay, ich fange einfach mal an. Hier habe ich überall schon Fett drin, das sieht man, ne? Aber ich muss natürlich erstmal hier den Rücken rausholen. Kurz hier mit dem Messer so reingehen, man spürt diesen Knorpel, wenn man das mal hinterher macht. Dann schön auf den Knochen lang. Hier auch. Hier ist auch noch eine Speiche drin. Eine Speiche nennt sich das. Eine einzelne. Ihr seht, wenn er dann hier so schön auf den Knochen lang geht, dann wird das schön sauber. Hier zum Beispiel ist diese Speiche, die ich meine. Sitzt da dann noch mit dran. Immer schön am Knochen lang gehen, ruhig mal ein bisschen kratzen am Knochen. Ihr seht, wie schön sauber, dass man das machen kann, wenn man das öfter mal macht. Also da passiert eben nichts. Dann gleich mal gucken, ob ich hier noch einen Knorpel dran habe oder nicht. Diese Schale nehme ich natürlich wieder für meine Hühnersuppe. Ups, das war verkehrt. Schneiden wir das gleich zurecht. Immer ruhig die Pferde.
Wichtig ist, dass die Sehnen immer hier dran bleiben. Dafür brauche ich kein Brettfisol nehmen. Das ist gut für die Bindung. Wieder die Speicher. Sollte mal aufpassen, damit ihr nicht ins Fleisch kommt. So, ich habe hier jetzt noch vier, ich glaube bei vier Stück, habt ihr jetzt mal gesehen, wie das so läuft. Und ihr könnt bestimmt in der Zeit eine fertig machen. Hier seht ihr das mal mit dieser Speiche, die hier dran sitzt. So, kann man auch dran lassen. Okay. Hier habe ich mein schönes Fleisch, was ich dann für die Rostbratwürstchen brauche. Und mein schönes Fett natürlich. Die werde ich jetzt noch fertig machen. Ich glaube, vier reichen hintereinander. Es müssen jetzt nicht die ganzen acht sein. Ach, mein Handy meldet sich schon wieder. Ja, ich hoffe, meine kleine Doku hat euch gefallen.
und ich sage ciao, euer Micha. Wiese, Butze. Ciao.